Der Andrang in den Arztpraxen ist momentan groß. Millionen Menschen hoffen darauf, endlich eine Spritze gegen Covid-19 zu bekommen. Doch auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die nach wie vor skeptisch auf diese Spritzen blicken. Sie fragen sich, ob sie durch die Corona-Impfung womöglich Schaden erleiden könnten. Nicht unbedingt sofort, womöglich auch erst in Monaten oder Jahren. Schließlich sind alle Corona-Impfstoffe erst seit einem halben Jahr zugelassen. Könnten sich also womöglich Langzeit- oder Spätschäden entwickeln? Grundsätzlich gilt, ja, Impfstoffe können Nebenwirkungen haben und auch zu Komplikationen führen. Doch ebenso gilt, diese Nebenwirkungen treten binnen Stunden, Tagen und vielleicht auch mal Wochen auf. Dass ein Impfstoff erst nach Monaten oder gar Jahren zu Komplikationen führt, ist nicht zu erwarten. Er entfaltet seine Wirkung sofort und damit auch seine möglichen Nebenwirkungen. Tatsächlich ist der Begriff Spätschaden irreführend. Gemeint ist damit nämlich nicht, dass eine solche Komplikation erst Monate nach einer Impfung auftritt. Gemeint ist vielmehr, dass sie Monate nach einer Impfung immer noch anhält. Gebraucht wird der Begriff manchmal auch, wenn Schäden erst relativ spät aufgefallen sind. Das gilt natürlich besonders für seltene Nebenwirkungen, solche wie die Hirnvenenthrombosen nach der AstraZeneca-Impfung. Wenn solche Komplikationen so selten sind, fallen sie eben nicht schon in den Zulassungsstudien auf, sondern erst, wenn viele Millionen Menschen geimpft sind. Auch deshalb spricht man manchmal von Spätschaden. Das war im Übrigen auch bei der Narkolepsie der Fall, dieser schweren, anhaltenden Müdigkeit, wie sie nach der Impfung gegen die Schweinegrippe manchmal auftrat. Doch all diese Nebenwirkungen treten unmittelbar in sehr kurzem Zeitraum nach der Impfung auf und nicht erst Monate später. Der Begriff Langzeitschaden oder Impfschaden wäre deshalb der bessere. Fachleute unterscheiden drei Arten von Nebenwirkungen nach Impfungen. Erstens die leichten Impfreaktionen, wie zum Beispiel die Schmerzen im Arm, die Abgeschlagenheit oder die Kopfschmerzen. Zweitens stärkere Impfkomplikationen, wie etwa heftige allergische Reaktionen, die sich aber wieder zurückbilden. Und drittens langanhaltende Impfschäden, wie sie zum Beispiel durch die Hirnvenenthrombosen oder die Herzmuskelentzündung nach den Covid-Impfstoffen in sehr seltenen Fällen auftreten können. Solche anhaltenden Impfschäden sind aber nicht nur bei der Corona-Impfung, sondern bei allen Impfungen insgesamt wirklich raritätisch. Und auch schwere Nebenwirkungen kommen insgesamt sehr selten vor. Von der Corona-Impfung wurden mittlerweile weltweit mehr als 1,5 Milliarden Spritzen verabreicht. Zu schweren Nebenwirkungen kam es dabei nur in wenigen Fällen. Allergische Schocks zum Beispiel wurden mit einer Häufigkeit von 1 zu 100.000 berechnet. Dass sich noch lange Zeit nach der Impfung Schäden entwickeln werden, ist gerade bei den neuen Impfstoffen von BioNTech und Moderna unwahrscheinlich. Denn diese beruhen ja auf mRNA. Die mRNA aber baut sich im Körper sehr schnell ab. Sie ist schon nach 2 Tagen nicht mehr nachweisbar. Sie kann sich im Übrigen auch nicht in das Erbgut des Menschen integrieren, wie es oft heißt. Denn das besteht aus DNA und liegt im Zellkern verborgen. Dorthin gelangt die mRNA gar nicht. Auch andere mögliche Spätschäden gehören in das Reich der Mythen. Etwa die Idee, die Corona-Impfung könne Frauen unfruchtbar machen. Da wird behauptet, dass Antikörper, die das Immunsystem als Reaktion auf die Impfung bildet, die Plazenta angreifen, weil es dort ein ähnliches Protein gibt wie das Stachelprotein auf dem Coronavirus. Tatsächlich ähnelt das körpereigene Protein Syncytin 1 diesem Stachelprotein des Coronavirus. Doch die Idee mit der Unfruchtbarkeit ist trotzdem Unsinn. Denn ansonsten müsste ja auch die Infektion mit dem Coronavirus zur Unfruchtbarkeit führen. Auch da bildet der Körper ja Antikörper gegen das Stachelprotein des Virus. Nach überstandener Corona-Infektion sind aber weltweit schon sehr viele Frauen schwanger geworden. Ohnehin gilt es immer zu bedenken, wer sich gegen die Covid-Impfung entscheidet sich für die Infektion. Wer sich nicht impfen lässt, wird sich früher oder später mit dem Coronavirus anstecken. Millionen Menschen in Deutschland ist das schon passiert. Etwa Hunderttausende von ihnen leiden immer noch unter Spätfolgen, dem Long-Covid. Langzeitfolgen nach der Infektion sind also häufig. Langzeitfolgen nach der Impfung
sehr, sehr selten.